Du kannst dich schön drehen, ich gehe nicht nach unten. Ja. Du kannst schön drehen. Ja. Ich gehe mal nach unten. Oh, Scheiße. Oh, warte, die Länge habe ich hier nicht gemessen am Fensterbrett. Kriegen wir die Tür noch auf? So, guten Morgen, es ist der nächste Tag und ja, wir fahren jetzt los und ich habe jetzt doch im Keller geschlafen. Ich habe richtig scheiße geschlafen. Also für alle, die uns besuchen, ist es richtig scheiße. Nein, es war okay. Es ist halt trotzdem nochmal sehr ungewohnt, in einem fremden Raum zu schlafen in dem Moment. Ja. War irgendwie leicht gestresst. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas krabbelt auf mir rum, obwohl es nicht logisch ist, weil da nichts zum Krabbeln ist. Nein. Ne? Also wir haben alles entsorgt, wir haben Fliegengitter hin. Das ist ja genau, in der Wohnung krabbelt mehr rum als im Keller aktuell. Ja, jetzt treffen wir uns mit Mehdi und der hat einen Anhänger dabei und damit werden wir die Couch holen von den Typen, der es in der Nähe deklariert hatte, aber es sind irgendwie dann jetzt doch 80 Kilometer Unterschied oder 40, 50. Also, wir brauchen statt einer halben Stunde 40 Minuten. Es sind vom Medi aus auf jeden Fall jetzt 30, ja. Ja. 40, 80, 90 Kilometer mehr. Aber der ist so lieb und hilft uns trotzdem. Hm. Sie darf ja oben rausschauen, oder? Ich weiß halt nicht, wie hoch sie ist, die Couch. Ja. Ob zwei nebeneinander passen. Du darfst Medi filmen, mag der das? Ja, der hat seine Schnauze zu halten. Danke, dass du uns hilfst, gell? Kein Ding. Nee, wenn nicht, ich habe ja Spanngurt und alles dabei. Ja. Und Spanngurt, ey. Sonst hocke ich hinten drin und halte sie fest. Dann starten wir mal, gell? Ist ja nur eine Stunde Fahrt. Von hier. Nee, von hier sind es nur noch 40 Minuten. Es wird schon eine Stunde sein, ungefähr. So, erster Teil ist schon drin. Jetzt kommt Teil 2. Miete! Oh, du bist so wunderschön! Ich will dich mitnehmen. Wow! Sie kommt her. Da wird nichts vorgeschoben und gesaugt. Du kannst dich schön drehen, ich gehe nicht nach unten. Ja. Du kannst schön drehen! Du weißt das, auch wenn es sich so ausschaut, wie der Sterne vom Zeichen. Ja, das glaube ich auch. Ja, oh, die Kamera läuft. Oh, ich bin so stark. Er macht das ganz toll. Ja, dann habe ich allein runtergetragen. Nicht. Pferd rauf auf den Finger. Geh raus. Warte, du musst das vom anderen Stück. Nice. So. Dann einmal drüber legen oder was? Ja. Mein schöner grauer Teppich wurde wieder eingerollt. Wunderbar, vorbildlich. So. Was ich auf der anderen Seite bin? Oh, ich habe einen gezwickt. Geht gleich weiter hier, geht gleich weiter hier. Noch irgendwelche Worte, Herr Baum? Die haben wir müssen hier weg. Hörst du, müssen hier weg? Vielen Dank für deine Hilfe. Da unten hat sich's verhakt, oder? Ja. Nee, das hat sich jetzt verhakt. Mach die gute Couch nicht kaputt.
rausziehen. Und keine Chance. Okay. So. Jetzt kannst du gucken. Okay. So. Die ist überhaupt nicht abgeranzt. Von unten sieht man es halt, oder hier von der Seite ist halt schon. Hier, guck mal. Ja, das habt ihr doch gerade dreckig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die war nicht abgeranzt, die ist super in Ordnung. Ja, vielleicht ist das. Wollen wir. Scheiße, wie kriegt man den durch die Tür? Das kann ich nicht mehr sagen. Und da ist schon die erste. Ich wollte gerade sagen, was ist da gerade locker durch die Gegend gefallen? Guck mal, ist es nicht. Glaubst du, die passt nicht durch die Tür? Doch, oder? Da habe ich nicht gemessen. Schon verloren. Schon verloren. So, das ist das Teil für die Seite. Das weißt du. Ach so, ja. Weil da die Haken sind, ja, perfekt. Perfekt. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, ja. Herr Almu, die brauchen nicht fragen, was der sagt, das stimmt. Ja, den Haken erkenne ich auch, bin ja nicht doof. Hä? Nein, ich meine. Das da? Das sieht es zerfällt. Das sieht doch nicht, wenn man es zusammen macht. Es gibt so ein Gerät zum Entfusseln. Ah, diesen Fusselschneider. Damit einfach drüber fahren, das habe ich bei meinem Sofa einmal gemacht. Fusselschneider, ich kenne nur Fusselrollen. Nee. Hier ist es so ein kleiner. Genau, so ein rundes Ding, ne? Ja, ah, genau. Wie so ein Nasentrimmer oder was? Genau, wie ein Nasentrimmer plus für Fussel. Wie ein Nasentrimmer plus für Fussel. Nasentrimmer könnte es auch gehen. Nasentrimmer, ja. Echt so. So, wir müssen es jetzt kurz gleich richtig nehmen. Du musst erst rein. Hä? Du musst erst rein. Was? Ja. Ja, lose Platten. Das Haus fällt auch auseinander, nicht nur die Couch. Hier, Stolperstein. So. Oh, warte, die Länge habe ich hier nicht gemessen am Fensterbrett. Kriegen wir die Tür noch auf? Ja, mal gleich sehen. Einfach ab und raus. Geh erstmal runter. Ah! In der Tiefe. Gott sei Dank hast du auch einen Schuh an. Ne? Ja, oh, die hat schon mich gerettet jetzt. In der Tiefe habe ich nicht gemessen. Jetzt geht die Terrassentür nicht mehr auf, bitte nicht. Lieber Gott im Himmel. Oh, oh shit, da ist ein Schrank. Da ist noch was. Ich saß mal. Oh, es Glück gehabt, passt. Oh, Glück gehabt, diese. Ich habe einfach nicht die Länge gemessen, die Tiefe. Ich mir gedacht, tief ist doch wurscht, du darfst so tief rein, wie du willst. Also dann, darfst du tief rein, wie du willst. Gut. Fertig, ja, Kissen drauf. Kissen stehen auf der Terrasse. Ja, Chef. Da einfach Bild drüber hängen und dann passt es auch. Schau mal, es ist nicht kaputt, Marcin. Können wir noch drauf? Schau, dass sie nicht kaputt ist. Einfach auslernen. We wish you a Merry Christmas, Lee. Oh, das kriegen wir mich hart. Ja. Nee, es ist keine Tiere und nicht drauf. Tiere wäre okay. Shisha hat es trotzdem ein bisschen gebrochen. Shisha? Shisha ist okay. Shisha stinkt nicht. Oder kann ja auch Vape sein eigentlich. Vape? Ja, ist wurscht. Okay. Ja, das erste, was ich mache, ist sowieso ein Polsterreiniger und das Ding mal rumreinigen. Danke, das wäre nett. Ja, gleich, ja. Da bräuchte man eigentlich so ein Absaug, Wasserabsaug-Dings. Wie heißen die Teile? Kärcher, oder? Ja. Von Kärcher gibt's den. Ah, ist das nicht schön? Yay. So Leute, es ist ein paar Tage später und jetzt machen wir nach der Couch noch die Geschichte mit dem Fernseher, denn der muss da hoch und er hilft mir mein Papa. Richtig Bock auf Kamera. Ja, genau. Das heißt, wir müssen den da hochschrauben. Ungefähr so, wie es hier noch zu sehen ist. Aber wenn du gleich da bist, willst du mit mir den richtig coolen Razer-Dazer Schreibtischstuhl aufbauen? Ja? Vielleicht. Ja, okay. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin noch ein bisschen... La 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 la.
Auf wen kann man sich immer verlassen? Auf die Papa und die Mama, wenn man Glück hat. Jo Leute, auf jeden Fall haben wir es geschafft, den Fernseher aufzuhängen. Wie das aber passiert ist, seht ihr erst im nächsten Teil, denn es wird mir hier ein bisschen zu lang gerade. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß, uns dabei zu verfolgen, wie wir das Ganze hier umbauen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's noch mit dem Stuhl weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, dass ihr diese Reihe verfolgt und habe auf jeden Fall jetzt schon richtig Bock auf weitere Projekte, wobei der Keller ja noch nicht fertig ist. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Deswegen, ich halte euch am Laufenden. Lasst mir aber ein Like da und kommentiert, was für ein Projekt wir mal in Zukunft gerne noch machen könnten. Ob wir irgendwas im Garten mal anpflanzen sollen oder sowas. Und schreibt jetzt keine verbotenen Substanzen. Auf jeden Fall, richtig Bock drauf. Und es macht mir echt Spaß, dass euch diese Reihe so gefällt. Und deswegen, wir sehen uns dann im nächsten Video.